Ja, die Typ ist wieder Florian für euch zurück mit dem Let's Play von Gokonippon My First Trip to Japan DLC Version 2015. Und tja, letzte Folge haben wir die erste komplette Route oder den ersten Durchgang des Spiels hinter uns gebracht. Jetzt heißt es natürlich noch, dass ich im Folgenden erstmal alle von den Stadtvierteln hier durchmachen werde. Dann schauen wir uns nochmal das Makoto-Ende an, was wir auch schon aus dem DLC kennen. Und dann hat der liebe nette Rico mir in einem Kommentar unter der letzten Folge auch gesagt, dass es tatsächlich doch noch ein neues Ende gibt, wenn man ja sozusagen nur drei von den neuen Stadtvierteln besucht. Dann kommt es wohl noch zu einem anderen Ende. Und da bin ich sehr gespannt, das will ich mir selbst auch für den Schluss von dem Let's Play aufheben. Also dann für die letzte Route, was wir machen werden. Jetzt allerdings... ja, bevor ich hier loslege, bevor wir gleich zum Mount Takao gehen, noch eine kleine Ansage. Gestern hatte ich gerade haufenweise Vlogs aufgenommen mit Ankündigungen für Twitch am Samstag und auch für den Hauptchannel mit Japanologie und so weiter. Und gerade heute, jetzt einen Tag später, erfahre ich etwas, was ich dann gerne noch gestern gesagt hätte oder schon angefügt hätte, nämlich mein Flug steht fest, wann es nach Japan geht dieses Jahr. Und zwar am 20. September geht es rüber. Irgendwann im Laufe des 21. September werde ich dann also in Japan ankommen. Das heißt, das ist zumindest rein flugtechnisch schon mal dingfest. Jetzt muss ich nur noch gut das Mastersemester irgendwie überstehen. Tja, und dann geht's definitiv, wie es aussieht, nach drüben. Also heute auch der Flug festgesetzt. Ihr erfahrt es jetzt hier als Erste. Ja, weil ich es nicht mehr in die gestrigen Videologs reinpacken kann und ich jetzt das Setup hier nicht nochmal umstellen kann. Das nur so als kleine Nebenankündigung, weil passt ja ganz gut zu Go Go Nippon. Das ist zwar nicht mein First Trip to Japan, sondern mittlerweile dann sogar mein dritter Trip nach Japan nach 2011, 2013, 14, jetzt dann eben 2015 im Herbst wieder. Damit genug der mal wieder viel zu lange Vorrede. Wir machen uns jetzt auf zum Mount Takao, wo es, denke ich mal, auch ein bisschen weitere Reisekosten hingeben sollte, weil das doch ein bisschen außerhalb, so im Richtung Westen von Tokio gelegen ist. Wahrscheinlich hat man da schon ein kleines Stückchen, aber bin mal gespannt, was es da so zu sehen gibt, weil ich da selbst persönlich auch noch nicht war. Ich denke, ich würde gerne hier hingehen. Oh, Mount Takao, du möchtest also einen Berg besuchen. Das klingt irgendwie komisch. Wieso Berg machen, Berg besuchen? Du möchtest also einen Berg besteigen. Ja, ich würde sehr gerne mit Japans Natur in Berührung kommen. Aber naja, würde einen Berg zu besteigen nicht viel zu anstrengend werden? Ich bin jetzt nicht gerade die sportlichste Person. Ich möchte nicht irgendwie mit Muskelkrämpfen dann da liegen so, und dann morgen sozusagen nirgendwo anders mehr hingehen können, weil ich mich der Muskelkater plagt. Ich denke, Mount Takao ist gar nicht so schlecht oder nicht so übel. Er ist ungefähr 600 Meter hoch, deswegen ist es ein ziemlich leichter Berg für alle Leute, von Kindern bis auch zu Älteren. Sie alle können ihn erklimmen. Ah, wirklich? Auf der anderen Seite wirkt es dadurch so fast, als würden diese 600 Meter gar nicht ausreichen oder als wäre das nicht genügend. Aber ich schätze mal, für mich wird es genau richtig sein. Okay, ich werde dich mit zum Mount Takao nehmen. Wir sind ihn mal für einen Schulausflug in der Grundschule bestiegen. Oder hinaufgestiegen. Ein Schulausflug in der Grundschule? Dann muss es ja wirklich ein ziemlich leichter Berg zum Besteigen sein. Ja, das lässt mich dann doch schon deutlich besser fühlen. Okay, dann machen wir Mount Takao. Für Mount Takao solltet ihr wahrscheinlich als Erstes nach Shinjuku. Die Keio-Line von Shinjuku, die führt euch dann direkt dorthin. Und sie haben ja auch Cable Cars und, na, wie heißt es? Also Lift, also Lifts, ne? Also Lifts, sagt man ja im Deutschen auch. Also ihr wisst, was gemeint ist, sind da ja auch. Ja, von der Takao Sanguchi Station. Cable Cars und Lifts, ja, klingt interessant. Man kann ihn auch vom Fuße aus an besteigen, aber es ist ein ziemlich langer Weg. Deswegen sollten wir wahrscheinlich eins von den Dingern benutzen. Na klar. Und ich schätze mal, wenn wir schon extra hingehen, dann möchte ich gerne mit beiden fahren. Ikito Kaili de Chigano und Skata. Ah. Ach so, meint sie das? Okay, ich dachte jetzt, dann nehmen wir uns auf den Rücken oder so gegenseitig, aber das ist jetzt mit Back nicht gemeint. Ich habe mich ja total gerade vom Englischen aus verlesen. Ja, warum fahren wir dann sozusagen nicht mit dem einen hoch und mit dem anderen wieder runter? Ja klar, lass uns das machen.
Oh, hier steht, man kann eine ganz besondere Keoline oder ein besonderes Keoline-Ticket kaufen, welches das Mount Taco Discount-Ticket genannt wird. Da bekommt man 20% Nachlass auf die Cable Cards und Lifts beim Mount Taco. Dann lass uns die benutzen. Wenn es ein Keoline-Ticket ist, dann können wir das bei der Shinjuku Station kaufen, richtig? Ja. Wie sollte ich mich anziehen? Sollten wir irgendwelche besonderen Bergbesteigungsvorbereitungen machen? Man sagt ja immer, man sollte Berge niemals unterschätzen. Kein Grund, so nervös zu sein. Aber es ist auf jeden Fall, wahr, dass man Berge nicht unterschätzen sollte. Ja, es sieht auch so aus, als hätte Mount Taco durchaus ein paar schwierigere Routen. Der beste Kurs oder die beste Route für Beginner ist der Kurs Nummer 1. Sollen wir den dieses Mal machen? Ja, das klingt gut. Wenn die Route zu hart ist, dann ja, könnte ich mich dabei blamieren. Es heißt, bei der Route 1, da ist es okay, wenn man einfach Sneakers trägt. Tja, dann ist es wahrscheinlich in Ordnung mit den Schuhen, die ich gerade trage. Nun, du wirst leichte oder angenehme Sachen tragen wollen. Ja, wie zum Beispiel irgendwelche Shorts oder so. Okay, okay. Und vielleicht zur Sicherheit sollten wir uns oder solltest du dich für auf regnerisches Wetter vorbereiten. Ah, das ist ein guter Punkt. Regenschirme werden auf jeden Fall nicht stören, deswegen... Ach nee, würden auf jeden Fall stören, deswegen wäre es besser, Regencapes zu haben. Aber ich habe keinen Regencape. Ach, wir kaufen dir einfach eins beim Kombini auf dem Weg. Und ich glaube nicht, dass du ein hochqualitatives brauchst, deswegen, das geht schon in Ordnung. Alles klar, Yokai. Und vielleicht auch ein Handtuch. Und es könnte eine gute Idee sein, auch Wechselkleidung zu haben, falls es kühler wird. Aber naja, das Wetter ist schön heute, deswegen wirst du es wahrscheinlich doch nicht brauchen. Bitte was? Was ist Kantin? Misubaku? Misubaku müsste das ja eigentlich sein. Ich schau mal ganz kurz nach. Misubako. Oder lese ich das eine Kanji falsch? Ja, das lese ich falsch. Scheiße, was ist das? Kantin. Dann gucke ich nochmal bei Kantin. Feldflasche. Aha. Wenn ich jetzt Feldflasche in bei Wadoku eingebe, finde ich das dann auch mit dem, wie es geschrieben ist. Tatsächlich, Suito. Suito heißt das, eine Feldflasche oder eine Reiseflasche. Mal wieder was gelernt. Suito lesen sich diese beiden hier also. Also, wollt ihr eine, Feldflasche, Reiseflasche mitnehmen? Ach, wir können uns einfach normale Wasserflaschen kaufen. Und wir schmeißen sie dann wieder weg, wenn wir zurückkommen. Ist das alles, was wir brauchen? Okay, dann fange ich mal an mit Packen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich von Tokio aus oder generell in Tokio Bergbesteigungen machen würde. So langsam kommen meine Gefühle doch in Wallung. Jo, das dachte ich mir schon. 8,08 €, das sind 1200 Yen, 1100 Yen oder 1000 Yen genau. Irgendwie sowas in dem Dreh wird sein. Mittlerweile ist der Yen-Kurs, also ich hatte ja hier ursprünglich mal zu Beginn des Spiels 1 zu 130 eingegeben. Ach, ich weiß gar nicht, wo sieht man das? Genau hier, mittlerweile ist der Kurs, weil der Yen gerade, oder weil die japanische Wirtschaft schwächelt und der Yen dadurch zu stark wird, ist es gerade momentan bei 1 Euro zu 122, weil es glaube ich zum Beispiel heute der Kurs gewesen, also 1 zu 122, blablub 43205 und keine Ahnung, was weiß ich was. Auf jeden Fall, also mittlerweile ist die Umrechnung zu unserem Ungunsten für Reisende also ein bisschen weniger schön geworden. Deswegen, ich weiß, muss ich auch jetzt überlegen, wie ich das mit dem Geld eintauschen dann, bevor es nach Japan geht, mache, ob ich darauf spekuliere, dass der Yen sich nochmal abschwächt und somit eine höhere 1 Euro zu so und so viel Yen-Rate dabei entsteht. Deswegen, wenn man lange auf Japan planen, kann es auch durchaus nicht unnütz sein, auf die japanische Wirtschaft und die Kursschwankungen zu achten, um vielleicht zu spekulieren und abzuschätzen, wann es sich lohnen könnte, Bargeld umzutauschen, dass man einen höchstmöglichen Betrag für die umgetauschten Euro-Beträge erhält. Ja, das nur mal so als kleiner Nebenkommentar. Wow, Midori ga ippai da. Oh wow, so viel Grün.
Die Luft ist so rein und erfrischend. Das ist sie wirklich. Selbst die Air schmeckte gut. Cookie war Oishikamo. Oh, hier gibt es ja eine Reihe von Leuten, die sich hier versammelt haben. Was machen die denn da? Sieht so aus, als gäbe es da drüben irgendwas. Lass uns das mal abchecken gehen. Wie heißt er? Na gut, es wird Akila wahrscheinlich sowieso gleich erklären. Was zum Teufel ist dieses große Ding? Ich schätze mal, das ist ziemlich schockierend, sowas auf der Bahnplattform oder auf dem Bahngleis zu sehen. Was ist denn das für ein Teil? Das japanische was? Der japanische Mund der Wahrheit? Nein, die Nase der Wahrheit? Worauf spielt er denn da hier an? Nihon Ken oder no? Nihon Hen do Shinjitsu no Kuchi? Janai, ja. Shinjitsu no Hana? Keine Ahnung, was er damit meint. Eine ziemlich große Nase. Wer ist das? Huch. Entschuldigung, da hat man WhatsApp vom Handy gehört. Wer ist das? Pinocchio? Ah, Tengu. Fuck, genau. Mist. Ach, hätte ich doch mindestens von Kamisama Hajime Mashita oder sowas wissen müssen. Oh Mann. Das Ganze nennt man Tengu. Tengu? Was ist zum Teufel ist ein Tengu? Naja, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber sie sind eine Art von Yokai, nehme ich an. Yokai? Dieses Ding da ist sowas wie ein Geist? Es ist weniger ein Geist und eher sowas wie ein Berggott, schätze ich. Oh, das Ganze ist also ein Gott. Dann bitte verzeihen Sie meine Ungehobeltheit. Du musst dich nicht vor einer Statue verbeugen. Wobei das die Japaner trotzdem oft genug bei nicht belebten Sachen oder bei irgendwelchen Dingen machen, sich trotzdem dazu verbeugen. Japanische Götter haben durchaus einige sehr einzigartige Gesichter. Was meint er hier mit Niten, Hyonte, Ironna, Kamisama, Gairukara, Omoshiroyone? Also es ist durchaus interessant oder vielsagend oder witzig, dass Japan so viele verschiedene Götter hat. Schätze schon. Aber die Tengu sind keine Götter. Und Ascetics, oh Gott, was war Asketen? Also, ja, Asketen ist Ascetics natürlich so übersetzt, aber ich muss dazugeben, dass ich selbst auf Deutsch jetzt nicht wüsste, was Asketen sind und müsste es hier wahrscheinlich einblenden. Also, sie basieren oder fußen wahrscheinlich auf Asketen, die... Ach nee, Asketen waren das nicht die, die immer auf alles Weltliche oder so verzichtet haben, also in absoluter Armut gelebt haben, sozusagen keinen Besitz und sowas wollten? Irgendwie sowas in die Richtung. Aber ich guck nochmal nach. Also sie basieren auf Asketen, die in den Bergen vor langer, langer Zeit trainiert haben. Wie ist Asketen überhaupt im Japanischen? Shugenja? Shugenja. Nochmal, da kann ich ja gleich nachgucken. Shugenja. Wenn ich das Ganze nachgucke. Asketischer Bergmönch, Bergasket. Ja, um das Asket komme ich nicht rum, dann werde ich es doch einblenden. Ah, hat das was mit dem Buddhismus zu tun? Also Soreba Bukyo Nano? Ja, es scheint Mount Takeo, also der Berg Takeo war ein berühmter Trainingsort für die Bergmönche. Und vielleicht haben die Leute diese Asketen gesehen, wie sie durch die Berge gerannt sind und sie dachten, dass es irgendetwas ist, was außerhalb ihrer menschlichen Vorstellungskraft sei. Die Yokais, Tengu. Also sind es im Prinzip Menschen und nicht Götter. Neat. Omoshiroi, ne. Interessant. Sollen wir ein Foto machen, um uns hier dran zu erinnern? Klar, wann immer du fertig bist oder wann immer du bereit bist. Na dann, los geht's. Sag Tschüss. Wir bekommen das Foto nicht zu sehen. Was eine Schande. Okay, da wir jetzt hier an einem neuen Ort sind, aber wir schon bei 14,5 Minuten sind, machen wir es so, dass ich jetzt nur noch, auch wenn es eine lange Einrede war, aber ich mal wieder viel zu spät dran bin mit dem Aufnehmen, wir zumindest aber uns noch hier angucken, die Takao Sanguchi Station, von der aus wir jetzt wohl Cable Car oder Lift nehmen können, um den Berg hinaufzukommen. Deswegen klicken wir mal hier auf Show Photo im Hintergrund, wie das Ganze hier aussieht. Na, lad schon. Ich gucke nochmal kurz ins Spiel hinein. Im Spiel sieht es irgendwie anders aus, aber wahrscheinlich wieder aus einem anderen Winkel dann
das Foto geschossen. Tja, schauen wir uns hier ein bisschen um. Ja, es sind Berge. Huch, wenn ich mich hier umdrehe, ist hier eine riesige Karte. Oh, ist gar nicht so schlecht. Da kann man hier auf der Karte ein bisschen sehen, wie das Ganze langführt. Also wenn ich irgendwann in Tokio nochmal bin, vielleicht für ein paar Tage, dann ist Mount Takeo auch durchaus so eine Sache, die ich eigentlich schon, weil ich von ihm schon gehört hatte, länger mal vorhatte. Weil ich gehört habe, dass man da wirklich relativ nah, zeitnah auch an Tokio in die Natur kann. Deswegen, vielleicht bietet sich da nochmal die Gelegenheit. Ansonsten ist es jetzt hier nicht allzu spannend. Ein paar verpixelte Gesichter und da sieht aus wie eine kleine Gruppe Jugendlicher. Na gut, damit gehen wir zurück ins Spiel. Hier gucken wir uns auch nochmal kurz den Hintergrund an. Kann ich den Baum hier von links identifizieren? Nee. Wahrscheinlich hat sich von wann ist das Foto? Januar 2014. Huch. Da macht die Maus ein bisschen Probleme. Ach, sag mir jetzt nicht, ich habe vergessen, Fraps aufzunehmen. Nein. Scheiße. Wie mache ich denn das jetzt? Okay, ich habe scheinbar vergessen, auf den Aufnahmeknopf von Fraps zu drücken. Das heißt, alles, was ihr vorher im Video gesehen habt, werde ich jetzt wahrscheinlich im Nachhinein anhand dessen, was ich eingesprochen habe, nochmal nachstellen. Das heißt, ich muss jetzt Schluss machen, weil je länger es wird, desto schwieriger wird es nachzustellen. Ja, dann bedanke... Oh Mann, da mache ich schon mal 30 GB mehr Fry, dass es mit Fraps nicht stockt. Und ich dachte, Mann, das läuft aber gut heute. Und dabei lief Fraps die ganze Zeit wahrscheinlich jetzt gar nicht. Aber ich habe doch geklickt. Bin ich blöd? Das kann doch gar nicht sein, oder jetzt, weil ich rausgegangen bin? Naja, wurscht. Also, mal wieder eine Chaos-Folge hier mit Mount Takeo. Nächste Folge läuft es, denke ich, mal wieder besser. Da habe ich hoffentlich wieder ein bisschen mehr Ruhe jetzt am Wochenende, wenn ich es dann Sonntag hoffentlich mal aufnehme. Bedanke mich fürs Zuschauen bis hierher und sage an dieser Stelle Matane. Bis zur nächsten Folge, dann hier weiter im Programm bei Mount Takeo. Tschüss.